herzlich willkommen bei Im Dialog mit. Wir haben heute bei uns Philipp Missfelder, einen jungen Mann, der noch mit viel jüngeren Jahren in die Politik gekommen ist, nämlich zur CDU. Herzlich willkommen, Philipp Missfelder. Vielen Dank. Ihr Interesse für Politik, ich sagte es gerade, ist eigentlich seit jüngsten Jahren. Sie haben die CDU schon in der Schule vertreten, als Schüler, als Bundesvorsitzender der Schülerunion, später Bundesvorsitzender der Jungen Union. Wie, es ist ja nicht alltäglich, dass in so jungen Jahren ein so hohes politisches Engagement zu finden ist. Wie kam das bei Ihnen? Ja, bei mir ist das durch einen Zufall gekommen, also weniger durchs Elternhaus. Meine Eltern sind politisch überhaupt nicht aktiv, sind zwar sehr interessiert, aber haben keine parteipolitische Bindung, was mich natürlich oft geärgert hat, weil ich es immer versucht habe, für die CDU zu gewinnen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Okay. Es ist aber so, dass ich an meiner Schule so viele linke Lehrer hatte, und da habe ich mich natürlich so drüber geärgert, wie vielleicht die 68er sich über ihre Lehrer geärgert haben und deshalb angefangen haben, politisch aktiv zu sein, war das bei mir auch, dass ich deshalb gesagt habe, also das kann alles nicht sein, das geht mir alles zu sehr in eine Richtung. Und deshalb bin ich dann zur Jungen Union gegangen. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, dass die Volksparteien, ich bin froh, dass Sie es jetzt nicht nur auf Ihre Partei beziehen, insgesamt stärker werden? Wir sehen ja eher, dass sich Menschen, insbesondere junge Menschen, ein Stück weit zurückziehen, weniger wählen gehen, extrem skeptisch der Politik gegenübertreten. Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, dass sich da insgesamt was verändert? Politik ist insgesamt unattraktiv für junge Leute. Wir haben ein Durchschnittsalter der CDU, das mittlerweile bei 58 Jahren liegt. Das ist zwar sehr nah an der zukünftigen demografischen Entwicklung in Deutschland, aber ist natürlich nicht besonders ansprechend für junge Leute. Und man stellt auch fest, dass nur ein Drittel der Mitglieder der Jungen Union überhaupt CDU oder CSU-Mitglied sind. Und deshalb muss sich die CDU natürlich auch fragen, wie attraktiv ist sie für junge Leute. Und wenn man will, dass Politik wieder insgesamt an Zulauf bekommt, dann hängt das in erster Linie an jungen Menschen ab. Ob die Themen genau die richtigen sind, ob die Personen die jungen Menschen richtig ansprechen. Ich bin ja nicht dafür, dass wir per se einen Junge Union-Wahlkampf führen oder nur noch unseriöse Dinge machen. Aber ich glaube, wir müssen Themen, die für junge Leute wichtig sind, auch ernst nehmen. Was sind das aus Ihrer Sicht für Themen? Dazu gehört sicherlich das Thema Generationengerechtigkeit. Also wie sieht das mit den Rechten zukünftiger junger Generationen aus? Hat der Staat zu viel Verschuldung sich erlaubt? Wie sieht die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme aus? Aber natürlich auch Themen wie Menschenrechte oder Themen wie Umweltpolitik spielen eine große Rolle. Und natürlich auch die Zukunft des Internets. Also viele Politiker tun sich sehr schwer, E-Mails zu schreiben oder lassen sich die E-Mails gar ausdrucken von ihrer Sekretärin. Das ist nicht nur in der Politik so. Ich kenne noch etliche Konzernchefs, die das auch machen. Aber auch in der Politik, Sie haben vollkommen recht. Insofern, viele Politiker, die auch über das Internet reden, haben manchmal gar keine Ahnung davon und wissen gar nicht, was sich da alles tut und was es alles für tolle Initiativen gibt oder für neue Sachen, auch für Möglichkeiten mitzumachen an Politik. Und das ist eben eine Chance, wo ich auch glaube, dass wir Internetpolitik und die Zukunft des Internets auch als politisches Thema besetzen müssen. Aber wie sehen Sie denn dann an dieser Stelle mögliche positive Eigenschaften des Internets? Sie sagten vorher, da passiert ja auch viel, dass Politik erlebbar, dass man mitmachen kann. Sind das Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, der Wahlkampf der Jungen Union im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl wird 50% Anteil Internet haben. Wir werden sowohl 50% unseres Etats als auch 50% unserer Initiativen und Aktivitäten insgesamt im Internet stattfinden lassen. Wir können gar nicht anders, als diesen wichtigen Raum für junge Leute zu besetzen. Das geht durch spaßige Sachen, beispielsweise durch Aktionen bei YouTube, das ist ja auch eine sehr gute Plattform. Aber es geht natürlich auch um Informationen. Wir wollen den interaktiven Teil stärken, wir wollen versuchen, Informationen besser an Leute heranzubringen und auch zielgenauer zu präsentieren. Das ist ja das Problem. Die Themen werden immer schwieriger, immer komplexer und die Interessen der Leute werden auch immer einzelner. Also jeder hat seine eigenen Interessen, die nur für ihn wichtig sind vielleicht oder für eine kleine Gruppe. Und da müssen Parteien auch eine Antwort finden und da bietet das Internet viel besser als das Fernsehen eine Möglichkeit für. Eine große Chance im Internet ist es ja, Dialoge zu führen. Wir sehen es ja momentan in den amerikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaft. Ist das ein Thema, das höre ich zumindest immer von Kollegen von Ihnen aus den Parteien, das gesagt wird, naja, der Dialog braucht eben unglaubliche Mengen an Ressourcen. Man muss ja jedes E-Mail individuell beantworten. Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist es aber wert? Oder wie schaffen Sie sich den Freiraum, diese Zeit zu nehmen für den Dialog? Der Dialog ist wichtig, aber man muss natürlich sortieren. Was sind Dinge, die wirklich echt sind, wo wirklich ein Bürger interessiert fragt und was ist beispielsweise einfach eine Internetattacke, wo versucht wird, gezielt ein Büro lahmzulegen oder gezielt versucht wird, eine Geschäftsstelle einer Partei lahmzulegen. Das gibt es natürlich auch. Manchmal gibt es auch Massenmails, die zu Tausenden kommen, wo man genau weiß, okay, der Einzelne, der das geschickt hat,
steht er vielleicht gar nicht so 100% dahinter, sondern leitet einfach nur diese Massen-E-Mail weiter. Insofern muss man halt dann schauen, wie man antwortet. Bei einer Massen-E-Mail würde ich immer auch sagen, dass man auch mit einer Massenantwort antwortet und dann auch sagt, wenn man überhaupt für das Thema zuständig ist, man muss ja auch erstmal dafür zuständig sein, dann darauf eingeht und dann auch ein Angebot macht, auch für Informationen oder für weitere Informationen. Was individuelle Anfragen angeht, muss man natürlich sagen, da unterscheide ich auch. Ich bin zum Beispiel da sehr, sehr engagiert bei Antworten, die aus meinem Wahlkreis kommen, weil die mich auch unmittelbar betreffen. An anderen Stellen muss man natürlich wirklich schauen, wie ernst sind die Sachen gemeint. Ist es reiner Protest oder ist es wirklich das Informationsbedürfnis? Und darauf muss man dann auch reagieren. Sie bieten ja genau diese Möglichkeiten auf Ihrer Webseite. Haben Sie Zahlen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele E-Mails bekommen Sie da am Tag? Also das kann man nicht so genau sagen. Es gibt tatsächlich Tage, wenn zum Beispiel im Bundestag das Thema Nichtraucherschutz behandelt wird, wo man dann auf einmal hunderte von E-Mails genau zu diesem Thema bekommt. Nicht nur und auch nicht nur Massen-E-Mails, die vorgefertigt von Verbänden oder von Lobbygruppen eingesetzt werden, sondern natürlich auch Bürgerreaktionen, die wirklich Interesse an dem Tag haben. Oder Hartz IV ist beispielsweise ein Thema. Das kann auch zuhauf kommen. Ein Thema, wo es am meisten Reaktionen immer gibt, ist natürlich das Thema Rente. Es gibt so viele Rentner, die mittlerweile im Internet sind, die alle mailen und alle aktiv sind. Das muss man auch, kann man auch ernst nehmen. Ich würde das sogar ernster nehmen als Meinungsumfragen, weil man dann natürlich die Stimme des Volkes viel, viel besser hört als in der Meinungsumfrage. Aber in Zahlen ausgedrückt kann man wirklich sagen, dass man im Durchschnitt so an Bürgerkontakten zwischen 50 und 100 kommt. Aber darüber hinaus natürlich dann noch viel, viel mehr kommen, wenn solche besonderen Tage anstehen, solche Aktionen oder solche politischen brisanten Themen. Erleben Sie denn, dass eher Jugendliche oder jüngere Menschen Sie ansprechen, weil Sie auch im Verhältnis zu den anderen Kollegen aus der Politik relativ jung sind? Zum Beispiel beim Thema Rente, oder ist das ein Thema, was für die Jugendlichen noch weit weg ist? Leider ist das Thema Rente für Jugendliche weg. Ich habe keine einzige E-Mail, keine einzige Reaktion bekommen von jungen Menschen zum Thema Rente ab 67. Obwohl nur die Jugendlichen betroffen sind. Ja, die sind betroffen, genau. Die Rentner beschweren sich, obwohl sie nicht betroffen sind. Und die Jugendlichen, die betroffen sind, reagieren nicht. Das ist auch ein Kommunikationsproblem in der Politik, wo wir es nicht geschafft haben, ich sage bewusst, wir alle Parteien, es nicht geschafft haben, den Menschen die Themen vernünftig zu erklären und zu zeigen, welche Teile ihres Lebens eigentlich betroffen sind. Und junge Menschen gehen übers Internet, aber vor allem bei Themen, die sie jetzt unmittelbar interessieren. Schulpolitik, Hochschulpolitik, Studiengebühren ist ein wichtiges Thema. Aber natürlich auch die Frage von Internet, Freiheit im Internet, Freedom of Speech. Und das sind Sachen, die eine große Rolle spielen, wo Jugendliche sich sehr stark engagieren und übers Internet auch die Abgeordneten ansprechen. Jetzt waren wir in einem ganz öffentlichen Bereich, nämlich im Internet. Aber ich bedanke mich sehr für die Einsichten, auch für die Aussichten, die Sie gegeben haben, möglichst viele junge Menschen auch anzusprechen. Das haben wir gehört von Philipp Missfelder heute, Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei Im Dialog mit.